Eines Gebirge, aber ein vieles Gefühl. Wetter spielt super mit. Wir haben den gesamten Berg für uns allein. Hallo Leute, ich grüße euch aus Österreich vom Wilden Kaiser und ich habe mir heute die Elmauer Halt vorgenommen. Höchster Berg hier dieses Gebirges mit 2344 Metern. Ja, ihr seht, das Wetter ist nicht super gut. Ich hoffe, es hält ein bisschen. Geparkt habe ich hier an der Wochenbrunner Alm und laufe jetzt hoch zur Gruttenhütte auf ungefähr 1620 Metern. Dort geht dann der Gamssängersteig los, ein Klettersteig, Schwierigkeitsstufe B. Etwa hoch zum Gipfel. Es erfordert auf jeden Fall Trittsicherheit. Einige Stellen sollen wohl ausgesetzt sein. Schauen wir mal, dass auf jeden Fall das Wetter mitspielt. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Los geht's. Jetzt geht's erstmal über einen Wanderpfad hoch zur Gruttenhütte. Mit dabei habe ich Helm, Klettersteigset, ausreichend zu trinken. Aber ich denke mal, auf der Hütte wird es auch noch was geben für mich. Ich freue mich jetzt auf den Aufstieg. Wetter aktuell okay. Die paar Nieselregen, die hier runterkommen, da schützt mich noch das Blätterdach. Hier ist jetzt auch schon das erste Schild. Gruttenhütte, 1,5 Stunden. So, man kommt wirklich sehr, sehr gut voran. Hier ist jetzt die Elmauer Halt mit Schwarz, als schwarze Tour angegeben. Vielleicht kurz ein paar Worte zum Gipfel. Es ist sicherlich nicht ein zu unterschätzender Gipfel, denn wie gesagt, gerade bei den Klettersteigpassagen gibt es ein paar Stellen, die sind wirklich ausgesetzt. Heute hat es jetzt auch noch geregnet. Wie gesagt, ich hoffe, es wird nicht stärker, aber bevor ich jetzt einen Tag zu Hause rumsitze, mache ich doch lieber erstmal eine schöne Wanderung zur Gruttenhütte und entscheide mich dort. Genau. Aber wie gesagt, passt auf bei der Elmauer Halt. Es ist definitiv ein Klettersteig. Schwierigkeitsstufe B sollte man nicht unterschätzen. Ich liebe das ja, wenn der Nebel so reinzieht. Heute Morgen, als ich gestartet bin, hat es wirklich aus Kübeln gegossen. Also es war wirklich krass. Und dann sagte der Wetterbericht, es hört gegen 9 Uhr auf. Tja, aktuell scheint es dabei zu bleiben. Wie macht ihr das so? Bleibt ihr bei Schlechtwetter zu Hause? Recherchiert ihr? Versucht, wie ich, so ein gewisses Restrisiko rauszuarbeiten und euch dann zu entscheiden? Also manchmal gehört auch ein bisschen Mut dazu, aber mal schauen, wie sich das Wetter entwickelt. So, die Gruttenhütte nach einer guten Dreiviertelstunde, 1,5 Watt angegeben, aber es lässt sich wirklich gut laufen. Tolle Stimmung. Ja, dann schauen wir mal, wie da oben die Lage ist. So, jetzt nochmal stärken und warten, bis jetzt die aktuelle Riesenphase wieder weg ist und dann mit etwas Glück nach oben starten. Ja, naja, gut sieht's nicht aus. Mit Regen hat es auf jeden Fall schon mal aufgehört. Ein Versuch ist es wert. Los geht's. So, geht ja schon mal gut los. Regen. Hinten drückt die Sonne wieder etwas durch. Also völlig verrücktes Wetter. Mal schauen. Hoffentlich hört es gleich wieder auf. Nicht wirklich Panorama, aber es macht Spaß. Und ein wirklicher großer Regenschauer ist es nicht. Regen ist ganz fein. Also
Mal gucken. Man sieht, wir sind nicht allein am Berg. Also, soll machbar sein. Probieren wir es mal. Vor uns ist auch noch eine Gruppe. Ah, nur die Harten kommen in den Garten. Leute, blauer Himmel. Hinten ist das zu fassen. Sonnenschein, Regen, Sonnenschein, Regen. Herrlich. So, Klettergurt an, Klettersteig-Set. Also gibt sicherlich auch einige, die gehen hier ohne hoch, aber gerade nach dem Regen, wenn alles nass ist, ist das auf jeden Fall zu empfehlen. Es ist immer zu empfehlen, aber natürlich eine individuelle Entscheidung nach einer Erfahrung. Also bis hierher, würde ich mal sagen, ein ja, teilweise abschüssiger Gebirgspfad. Immer wieder drahtseilversicherte Stellen. Bisher haben wir das Klettersteigset aber nicht gebraucht. Aber man kam jetzt einmal schon so ein bisschen in die Vertikale. Macht Spaß, Genussklettern. Mal gucken, was uns noch erwartet. Hier knallen immer wieder Steine runter. Sehr lose alles. Aber macht zum Teil wirklich richtig Spaß. Wetter spielt super mit. Und wir haben den gesamten Berg für uns allein. Sonst sind hier wirklich, so wie ich es auf anderen Videos gesehen habe, wirklich die Massen oben. Ja. Und vielleicht kriegen wir ja noch eine Gipfelsicht. Mal schauen. Schöne Genusskletterei, pitschnass, auf jeden Fall ein Klettergurt, immer ein Klettergurt, auch wenn es nicht pitschnass ist, aber jetzt ganz besonders. Und es macht richtig Gaudi, da geht es jetzt weiter. Wuhu! Schaut mal die tolle Aussicht. Ein kleines Gebirge, aber alpines Gefühl, das kann man tatsächlich sagen. Jetzt geht es hier in die letzten 200 Höhenmeter rein. Aktuell nicht versichert, aber das wird schon immer gut. Markiert die Wege. Gibt es jetzt zwei Wege, rechts, links. Unser Tourguide sagt linksrum hoch, rechtsrum runter, hoffen wir mal, dass es stimmt. Aber es sieht auf jeden Fall hier schon mehr nach richtiger Kletterei aus.
Naja. Super klitschig. So, wir haben jetzt eine minimal überhängende Leiter, schön nass. Mal gucken, wie es da oben weitergeht. Gehen wir kurz unterhalb des Gipfels. Man sieht es hier schon, hier ist eine kleine Schutzhütte. Und ich empfehle, die linke Seite hoch zu laufen über die Leiter, weil die wollt ihr wahrscheinlich bei nassen Griffen nicht runter. Ellenmauer halt, 2344 Meter, 1 Stunde 40 Minuten haben wir etwa gebraucht von der Grüttenhütte. Extrem viel Spaß gemacht, haben jetzt leider nicht die tolle Aussicht, die hat man dafür zwischendurch, aber es ist ein fantastischer Gipfel, kann man nicht anders sagen. Schöner Zustieg, coole Hütte, tolle Kletterei, da ist auch noch ein Vogel. Hallo! Ja, nehmen wir mal an, der Abstieg, der wird jetzt auch noch mal knackig, also nicht zu unterschätzen. Nehme ich auch ein Stück mit, gerade die steileren Passagen, aber ist gut zu machen und macht wirklich Spaß, Klettersteigset mitzunehmen. So, sieht man mal, wie doch recht steil das Ganze ist. Ich bin jetzt hier noch auf so einem hochgelagerten Sattel. Punkt. So, los geht's. Abstieg. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Es ist nochmal heftiger Regen angesagt heute Nachmittag, der nicht mehr weggeht. Und dann möchte ich nicht hier oben sein. So, Rückzug gehen wir jetzt nicht wieder über die Leiter, sondern links rum. Ihr könnt natürlich trotzdem über die Leiter gehen, aber beim Abstieg, wenn es so glitschig ist, würde ich das nicht empfehlen. Deswegen jetzt lieber hier den Steig runter. Ist wahrscheinlich auch angelegt, damit Leute, die vom Gipfel kommen, sich da nicht so staut, man Ausweichmöglichkeiten hat, kann ich mir nur so erklären. Zahlen, Daten, Fakten. Vom Tal bis hoch haben wir gebraucht 45 Minuten plus 1 Stunde 40 macht 2 Stunden 15? 20 Minuten, ja, recht fix.
Ja, mit Pause 3 Stunden. Aber cool. So, und jetzt haben wir sogar noch mal Glück mit dem Wetter. Huhu, da ist die Hütte. Wir sind jetzt auf dem direkten Weg zur Hütte. Jetzt kommen noch ein paar kleinere Kletterstellen, aber ich würde sagen, Zeit für ein kleines Fazit. Ja, gleich vorweg, ich finde, das Gefährlichste an dieser Tour ist sicherlich der Steinschlag. Ich kann mir durchaus vorstellen, wenn hier richtig viele Leute hochpilgern und nicht so leer ist wie heute, wir waren ja quasi allein, dass da wirklich auch hin und wieder mal ein Stein gelöst wird. Deswegen Helm auf, vorsichtig sein, aufeinander achten. Ansonsten eine wirklich fantastische Tour. Ich bin vom Wilden Kaiser wirklich beeindruckt. Also jetzt hier auch wieder, gerade wenn der Nebel reinzieht oder diese Wand hinter mir. Also wirklich ganz toll. Elmauer Halt. Egal, ob sie jetzt nur in Anführungsstrichen 2344 Meter ist. Man hat hier wirklich ein richtig alpines Gefühl. Also auch durch diese Kletterei. Unbedingt einen Klettergurt mitnehmen. Von unten bis hoch. 1250 Höhenmeter. Die Gruttenhütte ist definitiv eine schöne Station zum Zwischenhalten und nochmal Pause machen. Wir haben ja vorhin da ein bisschen den Regen ausgeharrt, war super. Zustieg hat auch Spaß gemacht, muss ich sagen, gerade vor allen Dingen, als die Sonne rauskam. Sicherlich, wir hatten ein kleines Risiko auch am Anfang mit dem Regen und hin und wieder waren auch ein paar Steine nass. Aber ihr habt gesehen, später dann war alles wirklich trocken, auch jetzt. Die Sonne hat zwischenzeitlich drauf gestrahlt. Also, eine wunderschöne Tour, kann ich nur sagen, ich kann sie euch empfehlen. Nehmt sie euch vor, aber vor allen Dingen dann, wenn ihr auch schon ein bisschen Klettererfahrung habt und vor allen Dingen trittsicher seid, denn das wird euch sonst oben zum Verhängnis. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wünsche euch jetzt auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, oder abonnieren, weiterempfehlen. Soweit von mir. Bis bald.